Bien sûr, le chasseur erwartet uns. Ja, ja. Das Meer von hier bis Anticosti ist rau, Captain. Aber die Morrigan scheint es zu schaffen. Du scheinst auch noch keine nassen Füße zu haben. Oh ja, mitten durch so ein Gebiet, warum nicht? Ihr wollt nicht singen, verstehe. Dann halt nicht. Penner. Da kommen die Fischer von Perse. Heißt? Achtung, Shane. Diese Gewässer sind voller Schiffe. Sie versenken die Fischerboote. Glauben, die Fischerboote wären in ihren Gewässern. Feindlinge müssen zahlen. Und was ist mit denen? Wir sperren uns den Weg nach Anticosti. Was sagt ihr? Sollen wir alle versenken? Diesmal stimme ich mit euch überein, Shane. Wunder gibt's immer wieder. Wait for it. Schieß schon wieder blind, weil Wasser. Ja, ha, ha, ha. Ja, ha, ha, ha. Ja, ha, ha, ha. Ja, ha, ha, ha. Captain Dingsel, einen rum, ich bringe ihn die Flasche drum. Und der Wind weht übers Meer, das lieben wir so sehr. Die Sonne gleich im Meer versinkt, von fern der Ruf der Vögel klingt. Hoch am Himmel kreisen sie und singen uns ein Lied. Ja, ho, ho, ho. Ja, ho, ho. Ja, ho, ho, ho. Ja, ho, ho, ho. Was? Nein, ich nehme die überhaupt nicht auseinander. Ich merke, dass ich noch immer Schiffstraining habe. Wir sind jetzt nicht mehr weit von Anticosti entfernt. Wird euer Freund der Spion auf uns warten? Ja. Ich hoffe, der Chasseur hat mehr Informationen über das Manuskript. Vielleicht hat er schon alles für uns herausgefunden. Und ich bin der Kaiser. Habe Cäsar. Salzluft, freier Himmel. Ein Mann auf dem Meer ist so frei, wie ein Mann nur sein kann. Meinst du nicht auch wir? Leute, ihr nehmt immer sämtlichen Wind aus den Segeln. Zieht los! Das ging bei Eddie schneller. Wenn er so weitermacht, dann reiche ich Beschwerde ein. Komm schon. Ja. Tada. Lad schon mal nach, während wir hier gerade angerudert kommen. Ich will mehr Fässer. Das eine ist mir zu wenig. Mal, hörst du mal auf, mein Schiff da loszukappen? Ihn getroffen? Ja. Messer. Macht mehr Sinn mit Messern. Also, mein Schiff ist ein bisschen kaputt gegangen, als ich gegengefahren bin. Deswegen bin ich voll dafür, dass ihr beim Reparieren hilft. Es fängt an zu schneien. Kann mal jemand das Dach zumachen? Aus wichtigem Grund hier, Shay. Denkt an die Pflicht. Was? Was bringt einem die Freiheit, wenn man nicht durchatmen und sie genießen kann? Die Templer kleben wie Pech an diesem Kontinent. Ich fühle mich erst frei, wenn sie verschwunden sind. Wir sollten lieber wie Männer mit ihnen reden, statt um sie herumzuschleichen. Und würdet ihr lächeln und freundlich grüßen mit ihrem Stiefel im Genick? Natürlich nicht. Das sind mörderische Bastarde, die die Welt und alles darin beherrschen wollen. Vergesst das nie. Und wir haben natürlich nichts mit ihnen gemein. Philosophie, oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, ja, wir brauchen noch Leute, deswegen mache ich hier ein paar Umwege, aber wir brauchen gar keine Leute mehr. Wir brauchen Frachtraum für Leute. Kojen könnte man auch sagen. Ich vermisse jetzt schon so ein bisschen das karibische Wetter, aber
Das hier hat auch irgendwie was für sich. Schnee ist auch gut. Solange man nicht schwimmen gehen will. Was ich nicht will, aber... Ah! Das Ding da vorne. Da bin ich zum ersten Mal fast erfroren im Wasser. An die Ecke erinnere ich mich noch. Komischerweise. Habe ich es nötig? Da ist es. Antikosti. Le Chasseur wird dort sein. Und mit etwas Glück weiß er, wo das Manuskript ist. AC steht aber nicht für Antikosti, sondern für Assassin's Creed. Oh, guck mal da. Die Aurora Borealis erhebt sich. Finde ich gut. Die Dinger sind sauschwer zu generieren im Rechner. Oh, wobei, so schwer war es gar nicht. Hey, warte mal, was? Die kann nicht blau sein, vergiss es. Leg dort an, Captain. Wir sind auf Antikosti angekommen. Müsst mal recherchieren, wie die Dinger funktionieren. Nicht so, die fluktuieren nicht so in der Farbe. Die Farbe hängt von der Höhe ab. Ey. Ich hab's genau gehört. Leg gefälligst richtig an, Penner. Ja. Natürlich, hier gibt's kein Sicherheitsnetz. Hier geht's nass. Lasst mich kurz noch eine Weile das Zeug bewundern. Ich meine, ich versuche gerade ein Kanallogo zu machen, wo so ein Geschwirbel im Himmel ist. Die fluktiert viel zu schnell. Aber die gleiche Form habe ich auch schon hinbekommen. Ich müsste nur noch ein bisschen weicher zeichnen. Aktuell arbeite ich am Wasser. Das soll auch mal in etwa fast so aussehen, aber ich glaube, damit könnte mein Rechner überfordert sein. Ja, okay, da ist es wieder. Die Berge habe ich auch einigermaßen hinbekommen, die sind aber nicht so hübsch. Was aber auch scheißegal ist, weil so nah will ich gar nicht rangehen. Im Prinzip will ich eine Kamerafahrt über einen Archipel aus verschneiten Bergen. Dann lande ich halt vor so einem Berg, im Hintergrund der Mond, im Himmel ein paar Wolken, dahinter die Aurora Borealis und dann sozusagen der Lugion-Schriftzug wird dann als Eis in Luft gezeichnet. Das ist so das, was mir vorschwebt beim neuen Kanal. Intro. Ist halt nur alles nicht so einfach, wie ich das gehofft habe. Aber wenigstens arbeite ich mittlerweile daran. Ein Aussichtspunkt, 2 Missionsgegenstände, 6 Sammelobjekte. Was war der Rest? Steht da nicht. Das ist ganz schön verwinkelt hier. Gut, wir gehen nach Protokoll vor. Zeig mal her. Das ist kein Rum. Das ist Eau de Vie. Was zum Teufel ist das? Whisky. Wie auch immer, er ist ungenießbar. Da stimme ich zu. Whisky. Da, 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 da. Whisky. Da, da. Oh, eine neue Karte. Sehe ich die Karte? Die Karte ist weiter oben. Was passiert eigentlich, wenn ich das direkt vor euren Augen mache? Nichts. Oh. Halt! We need to have good line on. Warum verwechsel ich die ganze Zeit B mit A? You are amazingly bad at this. Get out of there. Ja, ich gehe ja schon raus. So, die sehen mich nicht, weil ich hier gerade zwischen Zivilisten stehe. Ist das jetzt euer Ernst? Ihr seid so dumm. Ja. Und wie geht's euch sonst so? Ich finde es echt nett, dass ihr mich so anbetet. So, wir müssen noch eine Weile die dominanten Leute hier spielen. Also ich muss den Dominanten spielen und ihr sitzt einfach da unten und tut so, als wäre ich voll furchteinflößend. Und sobald die Pappnasen da der Meinung sind, dass wir was anderes machen können, können wir was anderes machen. Da ist eine Truhe. Ich will die Truhe. Eigentlich wollte ich gerade erstmal synchronisieren gehen. Gebt auf, ich bin ein Geist. Danke. Wo war ich gerade? Ach ja, richtig. Höher, schneller, weiter. Babe. Ich frag mich, warum hier so viele Royal Navy Schiffe sind.
Weil irgendwo französische Schiffe auf sie warten. Oh. Mehr Schiffe, weißt du das? Die Engländer aber. Boah, weil irgendwo Schiffe auf sie warten. Ja, es ist okay. Ich dachte gerade, das wäre so ein Reichtumsfragment. Aber nein, da oben ist nur ein normales Animusfragment. Was? Gleich. Bevor ich mich hier runterstürze, will ich erstmal nach oben. Hopp, 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 hopp. Whoop. Whee. Hopp. Uilala, das ist ungünstig. Nein, 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 nein. Willst du mich verarschen? Ja. Sind wir dazu? Shay! Verdammte Flatterblätter hier. Also nochmal. Mein Bedürfnis ist es dort vorne. Danke. Piss dich, Adler. So, was habe ich denn jetzt hier oben alles verpasst? Erst einmal das da. Mami, ich will nicht. Okay, wo ist der Klunker? Der Klunker ist da. Komm ich an den besser ran? Könnte sein. Yep. Das ist schon mal gut, dafür muss ich mich nicht von hier oben runterstürzen. Na dann erfrieren wir mal eine Runde. Wird's jetzt hier kalt oder nicht? Ja, 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 ja. Raus, 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 raus. Brex Nordmeer. So, ja, doch, ich komme ja an der Küste lang, ist kein Problem. Halt. Ich schätze mal, das ist dann weiter oben, außerhalb meiner Reichweite. Aber das da vorne ist gerade interessant. Hallo? Aha. Ja, ich weiß, was ich da machen kann. Die Frage ist, was bringt mir das? Okay. Ich habe es also schon eingesammelt. Das Unheil. Was? Falsche Taste offenkundig. Egal. Jetzt müssen wir wieder nach oben, weil der Flatterzettel ist wieder da. Ich mach das mal auf professionellen Wege. Mit einem Luderboot. Geht voran, Shay. Wir treffen euch am Fort. Hi. So, drei Einsammlungsdinger hier fehlen noch. Die Frage ist, Truhe, Templer, Klingeling. Ich vermisse Marie. Eine tolle Frau. Niemals traf ich eine treuere Seele. Ja, sie war echt interessant. Hochzeit. Hab mich aufs Fest geschlichen. Hast dich wohl noch in Meer eingeschlichen. Ey, das ist meine Spezialität, mich irgendwo einschleichen, ja. Er meinte das doch ganz anders. Ja, ich meinte das auch ganz anders. So. Das sieht nach was für mich aus. Besser. Noch besser. Das passt. Und wie? Ist das hier? 27 minus 1, 70. Nee, ist nicht hier. Okay, warum ist dann gebrochenes Schwert? Weil darum, ich weiß, aber... Interessanter Punkt, will ich mir ansehen. Okay. Palisaden überklettern ist nicht so deins. Aber gut, sind wir mal fair, dafür sind die da. Ja.
dass man eben nicht so hopsala da mal langkommt. Okay, bevor du zum Problem wirst, danke. Oh, I did it! Okay. Es ist irgendwo hier. What in hell's name? Are you looking for trouble? Nö. Hold that man! Futile! You can't escape us! Yes. I can get him from here! Warte. Erst nachfüllen, dann plündern. Sonst wäre das Verschwendung. Natürlich auf der anderen Seite. Warum ich da zufällig, hätte mich auch gewundert. Okay, Shay. Ja? Komm, spiel König Arthur oder so ähnlich. Der Tag hat sich gelohnt. Warum? Ah ja, ich habe ein Stück von einem Wikingerschwert gefunden. Teil einer Wikinger... Okay. Du hast mein Interesse, erzähl mir mehr. Hashtag Assassin's Creed Valhalla Confirmed. Okay, war das jetzt eigentlich alles, was ich hier einsammeln kann? Kann nicht sein, weil das Shanty ist noch da oben. Und was auch immer das da ist. Ein Kriegsbrief, natürlich. Ein was? Der ist unten drin. Ja, den kriege ich gleich, den Kriegsbrief. Weil daher hat er seinen Namen. Eng verknüpft mit meiner Fähigkeit, daran zu gelangen. Ich labere heute aber auch nur einen Haufen Blödsinn. Muss an dem Vorsatz liegen, diesmal nicht so still zu sein. Und nicht so dauerfrustriert. Wie bei Ade Vale. Okay, wie kriege ich das hin, ohne mir alles zu brechen? Mit abrollen. Mit abrollen, habe ich gesagt, Jay. Sehr schön. Es geht auch, ohne dass man ihn nur von hinten sieht. Was bringt der uns jetzt, der Brief? Irgendwas oder was? 1746. Meister Gist. Oder Gischt? Kein Pläne, John, sondern... Ich muss mal kurz Virginia Washington... Wahrscheinlich... Ich könnte mir denken, dass die Kriegsbriefe im Endeffekt... eine ganz lustige Geschichte ergeben, so wie damals die Story vom Weisen, die ich dann mal vorgelesen habe. Ich hoffe nur, dass diese hier einfacher vorzulesen ist als die Geschichte vom Weisen, weil da hatte ich den Eindruck, ich kann nicht vorlesen. Ich würde schon sagen, es wäre jetzt doof, wenn ich hier nicht hochkommen würde. Das ganze Ding hier ist ein Bruch, Bruder. Da muss es zumindest irgendwo ein Loch geben. Okay, wie gehe ich das jetzt mit dem Shanty am besten an? Walljump! Super Mario, komm hier! Wuhu! Gehen wir ein bisschen nach hier, weil der Brief wird sonst wieder hyperaktiv. Das kennen wir ja mittlerweile. Yo, ho, zu reich, da flattert er schon davon. Werd ihn vielleicht bekommen. Sonst bring ich ihn um. Yay, das war's. Okay, dann kann ich jetzt endlich mit dem Typen reden, mit dem ich reden soll. Vorausgesetzt, es ist ein Typ. Sorry, I assumed his gender. It's gender. Jetzt kriege ich einen auf den Deckel, weil ich menschliches Wesen S genannt habe, aber... wie du es machst, machst du es falsch. Nun, Louis Joseph, wie läuft der Pelzhandel? Tja, meine Familie bekommt davon kein Fleisch auf den Teller. Wollt ihr Fleisch? Überfallt englische Briggs, die haben fässerweise davon.
Oh ja, die irischen Öffe erbringen viel Fleisch, nicht wahr? Ihre Verwaltung ist gut. Weit besser als die der Leute ihr. Ja, was denn jetzt? Englische Schiffe überfallen oder irische? Ist nicht das Gleiche. Seht euch das an. Ich habe mir diese Pläne von einem Schiff der Royal Navy ausgeborgt. Etwas derartiges habe ich noch nie gesehen. Gut. Wir könnten stärkere Waffen gebrauchen. Le Chasseur, darf ich euch vorstellen, unser Partner, Sheikh Cormac. Gentlemen, ich habe Neuigkeiten. Auf eben jenem Schiff habe ich das gesuchte Manuskript gesehen. Es war in einer exotischen Sprache verfasst, die ich nicht kenne, mit vielen Zeichnungen, Pflanzen und Tieren, sowie in einem Opiumrausch. Gab es keine Karte, keine Pläne? Nein. Vielleicht war da eine Art Code, aber weder ich noch die Roastbeefs haben ihn gefunden. Wo ist das Manuskript jetzt? Der Mann, der es brachte, sagte, ein gewisser Washington schicke ihn. Den Namen kenne ich. Er ist ein wichtiger Templer, nicht wahr? Ist er. Lawrence Washington hat große Ziele, bei denen ihm die Templer helfen. Shay, wir werden ihn suchen. Euch, Sir, gilt unser Dank. Oh, es gab einen 3 Minuten. Okay. Habe ich gemacht. Hallo. Weiter geht's zum nächsten Ding. Habe ich schon mal gesagt, dass mir das Fort hier gefällt? Hat irgendwie, macht schon Bock. Das alte verfallene Ding mit verbogenen. Was? Das kann Kanonenkugel gewesen sein. Das könnte auch irgendwas anderes sein. Stell dir einfach vor, hier ist einfach mal so ein Riese durchgelaufen, weil ihm gerade so danach war. Verbogen von den ganzen Flammen, die das ganze Ding niedergerissen haben. Überall blättert der Putz ab. Großes Gemäuer hält noch, immerhin. Wie auch immer das hält. Ich weiß nicht, ist das statisch korrekt, wenn man Steine so rumpflastert? Ich meine, außen, das ergibt Sinn, weil Steine auf sich selbst lasten. Und wenn du den Bogen richtig machst, dann können Steine ihr eigenes Gewicht stützen. Da oben in der Mitte dieser Stein, meiner Meinung nach, müsste der einfach runterfallen, weil er nichts hat, auf das er sich stützen könnte. Dann müsste schon der Mörtel extrem krass sein, damit das Ding da bleibt. Ich meine, man könnte jetzt natürlich spekulieren, dass die Wand von beiden Seiten auf diesen Stein drückt. Aber das ergibt keinen Sinn. Es sei denn, dieser Ziegel ist nach oben hin so trichterförmig, wird er weiter. Dann könnte das sein, dass wieder mehr Gewicht auf den Seiten lastet und den ganzen Bogen zur Seite stützt. Aber ich bin jetzt auch kein mittelalterlicher Architekt, dass ich das genau sagen könnte. Ich weiß nur, manche Sachen funktionieren nicht so, wie man es in Spielen sieht. Siehe Skyrim? Einsamkeit? Einsamkeit ist so ein unmöglicher Ort. Das Ding würde einfach nur abbrechen und im Meer landen. Statik ist eine interessante Sache. Warum ich sowas weiß? Weil ich zu viel Langeweile beim Recherchieren habe. Man lernt so viel Blödsinn, wenn man Bücher schreibt.